Hi und willkommen zu einer weiteren Episode von Minecraft Hypixel Skyblock. Zunächst einmal, schaut euch doch mal mein Outfit an. Ich habe mir da etwas Neues zugelegt und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen und euch gleich zeigen, was das ist. Das ist eine Obsidian-Brustplatte. Episch und Reforge auf göttlich. Und dazu noch das übliche, plus 75 Gesundheit, plus 15 Verteidigung. Eigentlich Geldverschwendung, wenn man mich fragt, aber wer hat, der hat. Vor allem bei Verteidigung von 265 musste meine Dia-Brustplatte leider weichen. Und das macht mich sogar noch immun gegen den Wither-Effekt. Und gibt mir sogar noch plus 1 Geschwindigkeit für jeden Obsidian, den ich in meinem Inventar trage. Besonders nützlich, wenn ich dann unten im Ende bin und die Obsidianwächter vernichte. Oder verprügel. Ja, ich verprügel sie. Wie auch immer. Im Ende waren halt Leute, die hatten ihr ganzes Inventar voller Talismänner und anderweitigen Tams. Und hat einer fallen gelassen. Und ich habe mich gleich rangemacht. Na, wenn man schon mal dabei ist. Ich dachte, ich könnte es verkaufen, aber nö. Wie auch immer. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich in den 41 Folgen jetzt, beziehungsweise 40 Folgen bis jetzt, erreicht habe. Dazu fangen wir jetzt an. Hier in meinem Dach, nichts. Vermutlich, weil ich einfach mal gedacht habe, kommt mal in Zukunft was hin. Und hier die Fackeln, da habe ich nicht lange gefackelt und erstmal welche hingesetzt. Damit hier erst einmal Ruhe ist. Ich dachte, es würde mal so eine Art Lager hinkommen oder ich habe keine Ahnung was. Hauptsache es wird schön. Und ja. Wie ihr merkt, ruckelt das Spiel wie sonst was. Und das ist nicht schön. Wisst ihr, ich habe ja eine R982X gehabt. Da lief alles wie Butter. Bis mir die Karte verreckt ist. Tja, jetzt habe ich halt... Meine GTX 670 musste aber auch weichen. Schließlich, wenn ich jetzt eine gute Ersatzkarte brauche, muss ich halt etwas abstoßen. Und jetzt fragt ihr euch, auf was für eine Kartoffel läuft denn dein Rechner jetzt? Ja, das stimmt soweit. Kartoffel ist das richtige Wort. Es ist eine Kartoffel mit Namen HD5450. Und dass es jetzt so extrem ruckelt, liegt halt nur mal daran, dass ich neben der Kartoffel auch eine Kartoffel-CPU habe mit Namen FX8320, die ich zwar auf 3,8 GHz hab tacken lassen, aber es trotzdem nichts bringt. Schade eigentlich. Und da ich per OBS aufnehme, das auch einiges an Leistung zieht, kann ich sagen, außerhalb der Aufnahme läuft es nicht ganz so schrecklich. Wie auch immer. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ich hier im Innern gebaut habe. Okay, ich werde mich beeilen, damit ihr dieses Geruckel nicht länger ertragen müsst als ich. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Raum. Mit einem hübschen Fenster in der Mitte. Dazu gesellt sich ein großer Raum mit zwei Fenstern und in der Mitte muss ich wahrscheinlich Fackeln oder sowas setzen, damit ich eine schöne gleichmäßige Beleuchtung habe. Und hier nochmal dasselbe, weil ich dachte, platzmäßig wirkt das doch halt am allerbesten. Und hier ein kleiner Raum, das Fenster ist da an der Seite, weil hier noch der Eingang in der Mitte ist. Und ja, dieser Raum widerspricht der ganzen Synchronität des Gebäudes. Weil ich hier meine Zauberecke habe und hier mein Schlafzimmer. Ich hatte schließlich keine Lust, in einem hallenartigen Schlafzimmer zu pennen. Also, ich habe mir das so dargestellt, wie ich das im realen Leben machen würde. Und ja, wollen wir uns weiter in diese Richtung ruckeln? Und ja. Da sind leere Räume, bei denen ich dachte, machst du meine Monsterform auf. Ich hatte alles dunkel, aber es ist kaum was gespawnt. Vielleicht war einfach der Raum zu klein. Macht ja auch nichts. In Zukunft werde ich da meine Mob-Minions hinstellen. Wenn ich erstmal einen Stille-Block habe. Und hier sind meine Dia-Minions, mein Obsidian-Minion, ein Gesteins-Minion und ein Kies-Minion. Die beiden hier sind übrigens Kandidaten für
Wer wird als nächstes Stufe 11 gemacht? Der ist schon auf Stufe 10. Und sobald ich mit dem durch bin, kommt hier ein Glowstone-Minion hin. Und er ist auf Stufe 6. Ja, arbeitet dran. Und dieser Kandidat ist auf... auch auf Stufe 6. Naja, die bringen mir auf jeden Fall ordentlich Kohle. Und ich muss mal schauen, welcher Minion am meisten Geld einbringt. Und wenn ich meine Dia-Geschichte irgendwann fertig habe, werde ich nur die bringen. Damit sie schnell sind und ordentlich Geld scheffeln. Und wie auch immer, hier ist mein kleines Lager. Und dann wollen wir doch mal gleich in Richtung Kartoffelzauberanlage gehen. Tada! Und ist es schon wieder voll? Noch nicht, aber bald. Hier sind wir übrigens in meinem wunderschönen Garten, beziehungsweise Farm, beziehungsweise Ernteanlage. Nennt es, wie ihr wollt. Und kleiner Funfact nebenbei. Ich mache diese Aufnahme schon zum dritten Mal. Warum? Nicht nur, weil es ruckelt, sondern auch der Tatsache, weil ich meinen Anschluss zu meinem Pult, zu meiner Aufnahmeanlage in den falschen USB-Port gebracht habe. Und deshalb nichts aufgenommen wurde von meiner Stimme. Tja, wie auch immer, das ist mein wunderschöner Park. Fast fertiggestellt. Und ich muss sagen, yep, es hat doch was. Es war eine gute Idee, dass ich hier mich entschieden habe, einen Baumpark hinzustellen. Das sieht am natürlichsten aus und ja, es spawnt hier noch ab und an Monster, aber es gefällt mir so, wie es ist. Und tada! Es sieht schön aus, wenn so eine riesige Villa von Bäumen umgeben ist. Und ja, das wollen wir jetzt erstmal beenden. Und ja, schauen wir uns das noch alles mal an und wollen wir euch gleich mal verabschieden. Na denn, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ihr gesehen habt, trotz Geruckel. Ich mache mich dran, dass ich eine bessere Grafikkarte organisiert kriege. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch entsprechendes Feedback da, wenn ihr wollt. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Bis dahin und tschüss.